Oh weia, das muss ein richtig dicker Fisch sein. Komm, was? Kapitän Toad? Ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, mich in dieses Schlamassel zu begeben. Zum Glück kamst du vorbei. Erzähl uns, was passiert ist. Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Mario Odyssey. Hier auf Katze, der Kanal für Kinder. So, für unseren Superklempner Mario geht es heute weiter hier in der Wüste. Und ich weiß, es sieht gerade nicht unbedingt wüstenhaft aus, aber falls ihr die letzte Folge gesehen habt, wisst ihr, dass wir hier gerade in einem Untergrund unterwegs sind. Also direkt unter der Kopfsteinpyramide. Und ich möchte mir natürlich das nicht nehmen lassen, hier mit den Kugelwillis links und rechts mal zu erkunden, ob wir da vielleicht versteckte Powermonde finden. Wenn nicht auf der linken Seite, dann vielleicht auf der rechten Seite. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Und ich sehe, schaut mal. Da kann ich hoch und da ist sogar eine Pflanze, die mich nach oben wirbeln lässt. Da ist ein kleiner Schatz. Sehr toll. Wow. Mario, du bist reich. Das gehört alles dir. So, und da hinten sehe ich schon eine Truhe. Und ansonsten so vom Weitem sehe ich sonst nichts, was ich vielleicht verpasst haben könnte. Äußerst interessant. Äußerst mysteriös vielleicht sogar auch. Okay, gut. Dann erstmal vorsichtig an diesem schmalen Sims entlang. Und dann hier hoch. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis, wenn es Super Mario Odyssey gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder, damit ihr keine spannenden und kindgerechten Abenteuer mehr verpasst. Videos für die ganze Familie. Schatztruhe im Untergrund. Sehr gut. Oh, aber das ist nicht die Truhe oder der Powermond, den ich eigentlich gesucht hatte. Dieser ist nämlich noch immer auf der Karte markiert. Ach, Teppichtörtchen. Wo haben wir denn noch etwas vergessen? Also hier wahrscheinlich nicht, oder? Zumindest sieht es nicht so danach aus. Echt komisch. Mario, ich glaube, wir müssen weiterreisen. Oder gibt es was, wenn ich hier die ganzen Flammen auslösche? Moment. Und? Na, es ertönt ein Zeichen, aber ansonsten passiert nichts. Egal, nicht so wild, nicht so schlimm. So, Dann reisen wir da mal weiter. Jetzt geht's wirklich runter zum Ring. Hier sind die ganzen Bewohner. Tiefster Untergrund. Ich weiß nicht, ob der Powermond hier sein soll. Hier nochmal die Flammen löschen. Vielleicht passiert dann was. Wahrscheinlich nicht, aber naja. Und es ist natürlich nichts passiert. Komisch. Irgendwann möchte ich auch so einen Ring haben. Ja, auf dem Ring gab es einen Powermond, den habe ich mir aber in der Weihnachtsfolge damals geholt. Mit dem Weihnachtsmann. Deswegen ist hier gar nichts mehr. Ich habe den Ring der Einheit gefunden, aber er ist viel zu schwer. Ich kann ihn nicht tragen. Ja, der Ring soll auch hier bleiben. Der gehört euch nicht und den kann man auch nicht kaufen. Und das müsst ihr einfach akzeptieren, meine Lieben. Kauft euch lieber einen Ring, den ihr tragen könnt. Falls ihr unbedingt einen haben möchtet. So, ich fliege mal ganz kurz mit dem Kugelwilli hier durch die Gegend, in der Hoffnung, dass ich was finde. Also hier schon mal nichts. Nichts, was irgendwie auffällig sein könnte, was mir vielleicht fehlen könnte. So, hier mal rüber bitte, mein Freund. So. Vielleicht finden wir hier noch irgendetwas. Nee, ich denke, hier ist auch nichts mehr. Okay. Ja, dann kann ich jetzt an dieser Stelle nur noch darüber. So. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Und unten sind ja nur die Mumien. Also da ist auch nichts Besonderes. Nichts Spezielles. So. Hallöchen, wo seid ihr Mumien? Oh, aber eine glitzert. Das habe ich ja schon mal mit Macho Man herausgefunden. Macho Man war ja dieser bullige Cooper, der alles wegrammen kann. Den habe ich damals Macho Man getauft.
So. Der Fluch der Mumie. Wow, überall sind Mumien. Aber das war immer noch nicht der Powermond. Komisch. Jetzt habe ich andere Powermonde gefunden, ohne dass ich den, den ich eigentlich wollte, gefunden habe. Ist ja auch lustig. Wow, Hilfe. Oh, ein Geldbeutel. Ich bin ein Geldbeutel. Ich bin ein Geldbeutel. Tralalala. Der Geldbeutel kann sogar Münzen schießen, aber wenn man Münzen schießt, verliert man diese. Achtet mal drauf. Links oben seht ihr die Anzahl meiner Münzen. Und jetzt achtet mal drauf. Zack. Verliere ich immer eine Münze pro Schuss. Aber cool, also mit dem Geldbeutel habe ich, glaube ich, auch noch nie hier eine Folge aufgenommen. Ich bin ein Geldbeutel. Tschüssi. Mario, der Geldbeutel. Ei. So. Und ihr habt Angst, in das Loch zu springen? Oh, der arme Mario, der ist völlig außer Puste. Mario, alles in Ordnung bei dir? Guck mal, vielleicht hier oben. Ist da was? Nee, da waren nur Münzen, die ich schon mal geholt habe. Der arme Mario, der kann nicht mehr. Mario, ich weiß, es ist nicht einfach, aber wir müssen immer noch diesen Mond finden. Und die einzige Chance, die wir jetzt noch haben, ist, wir müssen die Kopfstandpyramide nochmal besuchen. Und das machen wir, indem wir uns nach oben schleudern lassen. Ja, jetzt haben wir wenigstens wieder 3 volle Herzen. Und bei euch alles gut hier. Herzlich willkommen! Die neue Sensation der Brutzelebene ist die nun schwebende Kopfsteinpyramide. Wahnsinn, oder? Ja, totaler Wahnsinn. Ich habe noch nie zuvor so viel Sand auf einmal gesehen. Sieht es hier immer so aus? Oder ist es nur... kam eine Sandmaschine und hat hier ganz viel Sand gefeuert? Nein, weder noch. Ich muss jetzt den Schleudersitz nehmen. Tschüss, meine Freunde! Tschua-pa-boom! Wie ein Profi flog er in die Kopfstandpyramide. Tja, lange nicht mehr gesehen. Im Inneren der Kopfstandpyramide. So. Flammen auslöschen. Was wahrscheinlich sowieso nicht viel bringen wird. Da hier auf dem ersten Blick auch gar nichts versteckt ist. Nichts, was wir benötigen könnten, was wir brauchen. Einfach mal nichts. Schade, schade, schade. So. Alles interessant und trotzdem so nichtssagend hier. Wo ist der Powermond versteckt? Raus mit der Sprache, liebe Kopfstandpyramide. Ich weiß, dass du im Herzen zu mir sprechen kannst. Zumindest bilde ich mir das jetzt einfach mal ein. Kopfstandpyramide, spreche zu mir. Wo ist der Powermond versteckt? Sag ich dir nicht. Sag ich dir nicht. Na super. Hier vielleicht irgendwo? Nee. Sieht nicht so aus. So, hier können wir noch mehr Feuer löschen. Ich fühle mich so, als wäre ich die Feuerwehr. Warum gibt es für Mario kein Feuerwehr-Outfit? Gab es jemals ein Spiel, wo Mario ein Feuerwehrmann war? Das wäre doch mal was. Es gibt Mario Sunshine. Das muss ich auch mal für euch spielen. Da hat Mario eine, ich sag jetzt mal ganz plump, eine Spritzpistole. Das ist tatsächlich mein absolutes Lieblings-Mario-Spiel. Wobei Mario Odyssey jetzt echt nah rankommt. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich spiele das auch so, so gern. Und ich weiß, dass ihr das auch wisst. Denn ihr habt auch Spaß an meinen Videos von Mario Odyssey. Und das freut mich sehr. So. Und ich freue mich immer über Kommentare zu dem Spiel. Oder eure Meinung zu der aktuellen Folge. Das könnt ihr auf katze.de machen. Auch erreichbar unter kinderkatze.de. Aber ist ja alles verlinkt. So. So, dann mal weiter. Jetzt sind wir hier im Außenbereich. Oh, der Außenbereich. Der könnte für uns interessant werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir von hier aus irgendwie zu dem Powermond kommen, den wir vorher nicht erreichen konnten. Komme ich eigentlich hier in diese Röhre? Nee. Hier geht's bestimmt weiter. War ja klar. Warum habe ich das damals nicht schon ausprobiert? So. Wow, da ist der Powermond. Klasse. Mysteriöse Kopfstandwandmalerei. Ja, jetzt haben wir ihn wirklich.
Tja, da wird Toad richtig stolz auf uns sein, wenn wir zurückkommen und sagen, weißt du was, mein lieber Freund? Wir haben jetzt alles gefunden. Aber es geht hier noch weiter. Vielleicht gibt es hier noch was zu entdecken. Vielleicht. Na, komm, ich will da hoch. So, jetzt. Oh, da oben sind Münzen. Sind das nicht sogar die letzten Münzen? Ja, wir haben alle 100 Münzen in der Wüste gefunden. Klasse. Ich bin jetzt richtig happy. So, jetzt müssen wir hier mal durch. Ich hoffe, dass hier vielleicht sogar noch was versteckt ist, was wir gleich, wenn wir schon hier sind, einsammeln können. Ich bin gespannt so, aber auf dem ersten Blick sehe ich hier nichts mehr. Hier haben wir noch was, da war bestimmt auch mal ein Stern drin, also ein Mond besser gesagt. Können wir eigentlich auch mal gleich, wenn wir hier sind, aktivieren. Warum eigentlich nicht? So, wieder voll Energie. Das war natürlich jetzt ein Mond, den wir schon haben. Also, so gesehen nichts Besonderes. Aber ansonsten gibt es hier noch irgendwas? Nicht so richtig, oder? Ich glaube nicht. Ich kann mich natürlich täuschen. Aber ich glaube, dass hier nichts mehr ist. Na gut. So, sehr schön. Schön die Kakteen kaputt gemacht. Sollte man natürlich nicht machen, aber Mario darf das. Aber auch nur in der Wüste. Weil wenn man einen Kaktus hat, das sind da echt schöne Pflanzen. Die brauchen auch wenig Wasser. Also für all diejenigen, die immer das Gießen vergessen, aber trotzdem echte Pflanzen daheim haben möchten. Ein Kaktus ist immer was Schönes. Aber es gibt bessere Pflanzen. Es gibt zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie diese Pflanze heißt. Keine Ahnung, sieht aus wie hohes Gras. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ich kann es aber nicht besser beschreiben. Und die ist gut für die Raumluft, tatsächlich. So, und jetzt können wir uns noch unsere Pflanzen hier abholen, also unsere Monde. Wüstenflora, Samen in der Ruine. Und hier haben wir noch was, und zwar Wüstenflora, Samen auf der Klippe. Sehr gut. Wieder fleißig gewesen. Und jetzt können wir eigentlich schon zu unserem lieben Freund, den Toad, der hoffentlich wieder ein paar coole, tolle Hinweise für uns hat. Hallo, mein Freund. Aha, Mario, du brauchst also wieder einen Hinweis, stimmt's? Ja, klar, gebe ich dir einen. Achtung. Direkt in der Stadt. Habe ich da noch einen vergessen? Also rein vom Gefühl habe ich in der Stadt echt viele Sachen vergessen. Ich dachte, ich hätte da schon alles gesehen. Ach, herrje, da ist ja noch eine Tür. Die habe ich irgendwie nie entdeckt. Ah, ein Quiz, ein kleines Duell, wenn man so möchte. Ein Roulette. Spiel eine Runde Jackpot, das Spiel, das von der Brutzelebene aus die ganze Welt erobert. 10 Münzen und ich dann darfst du mitspielen, genau das wollte ich sagen. Dir winkt sogar ein Powermoon. Die Chance hast du dir nicht entgehen lassen. Spielen wir, okay, haha. Jackpot kann beginnen. So, jetzt brauche ich natürlich den Mond. Und der Mond kommt direkt nach dem Herz. Oh, jetzt war ich zu langsam. Jetzt habe ich zwar ein Königsherz, aber ich muss nochmal spielen. Du willst also nochmal spielen? Kein Problem. Einfach 10 Münzen und dann kann es schon losgehen. Danke, Mario. Viel Spaß. So, jetzt aber. Konzentration, früh genug. Am besten, wenn das Herz kommt, schon drücken. Perfekt. Da ist der Powermond für mich. Jackpot im Wüstenland. Sehr gut. Da freut er sich. Wirklich beeindruckend. Nochmal 10 Münzen und du kannst nochmal spielen. Wir haben zwar keinen Powermond, aber mach einfach mal. So, ich hätte jetzt noch gern dreimal die Münzen. Das müsste so ein paar Münzen extra geben. Ja, okay. Wisst ihr was? Ist auch Wurst. Wurst mit Käse. Ich brauche so dringend jetzt nicht unbedingt die Münzen. So, ich glaube, ja, wir müssen wieder einen Hinweis holen. Damit wir hier die restlichen Powermonde finden. Hallo Mario, wie immer ein Hinweis. Ja, 10 Münzen, nee, 50 sogar. Wow, irgendwo in der Wüste, mittendrin. Was soll ich denn da vergessen haben? Also jetzt bin ich mal richtig gespannt.
Na gut, vielleicht habe ich die Wüste nicht gut genug abgeklappert. Mario, bist du bereit? Du bist ein echter Sheriff. Unser Super-Cowboy. Ich bin ein echter Cowboy. Es ist so heiß hier, ich kann mich kaum rühren. Ja, dann entspann da auf der Bank. Und besuch die Oase. Ich hoffe, die Oase ist keine Fata Morgana. Eine Fata Morgana ist eine Einbildung. Man denkt, da ist etwas, zum Beispiel eine Oase, weil man so gerne frisches Wasser möchte, so gerne einen schattigen Platz. Dabei ist es nur eine Halluzination. Man bildet sich das bloß ein, aber eigentlich gibt es das gar nicht. Das ist eine sogenannte Fata Morgana. Oh, schaut mal, ich kann schon erkennen, was ich hier tun darf. Ich darf nämlich diesen Kaktus spielen. Ich bin Mario der Kaktus. Duppiduppidu. So, das war schon. Zack. Bekomme ich hier einen Powermond. Wandernder Kaktus. Cool. Ich bin Mario der Kaktus und ich mache jetzt eine kleine Wanderung. Duppiduppidu. Und tschüss, meine Freunde. Ich bin Mario der Kaktus. Oh yeah. Tschüss. Ja, viel mehr konnte man da nicht machen mit dem Kaktus. Jetzt kann ich ihn leider nicht mehr bewegen. War aber trotzdem sehr, sehr spaßig. Mit so einem Kaktus einfach mal durch die Gegend laufen. Hat was. Hat schon irgendwie seinen ganz eigenen Charme. So, Mario. Ich weiß, wir beide wissen ganz genau, Mario, dass es hier noch was zu entdecken gibt. Also mal weiter, weiter, weiter. Hallo, Toad. Hallo, Mario. Mein Gott, ich werde noch stinkreich mit dir. 50 Münzen für den nächsten Hinweis, bitteschön. Schon wieder mitten in der Wüste. Ach, Toad, du möchtest mich doch verkeksen. Kannst du nicht sofort zwei kleine X-chen einkreuzen, dass ich weiß, dass ich da gleich nochmal hin muss? So, komm, Miauxi, du hilfst mir. Dann sind wir schneller da. So, hier soll es sein. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, ja. Ich sehe schon die Fische. Es gibt Sandfische. Ein Sandfisch! Hallo, Sandfisch! Warum gibt es im Sand Fische? Total lustig. Okay. Lakitu, ich brauche deine Hilfe! Lakitu! So, das haben wir schon. Okay, Lakitu. Hallo, ich bin Lakitu, der Superangler. Das letzte Mal hatten wir das Vergnügen, als wir in Bowsers Land in der Himbeersuppe geangelt haben. Jetzt bin ich aber zurück. Gemeinsam werden wir jetzt im Sand angeln. So, ein Sandfisch. Achtung. Zack. Hey, Sandfisch. Hier drüben. Ja. Schön anbeißen. Spannend. Wird er zuschnappen oder wird er nicht zuschnappen? Und? Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn und... Was, Captain Toad? Was machst du denn hier? Ich hab keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, mich in dieses Schlamassel zu begeben. Zum Glück kamst du vorbei, Mario. Oder Lakitu. Oh weia, wie konnte das nun passieren? Aber hey, ich habe einen Powermond unter dem Sand gefunden. Hier, als kleines Dankeschön. Oh weia, Kapitän Toad, ein guter Fang. Was machst du denn hier? Endlich frische Luft. Das ist der Witz des Tages. Wie bist du denn in den Sand gesprungen? Wie konntest du dich nur in Sand eindecken? Hier ist doch kein Treibsand. Hey, Lakitu, ich muss dir einen Witz erzählen. Hast du das gesehen? Lakitu, hör mal zu. Komm mal zu uns. Was ist denn los? Lakitu, du kannst nicht vorstellen, was gerade passiert ist. Toad war im Sand. Oh, war ja wirklich? Oh, Toad, du bist ja echt ein lustiger Kerl. Toad, du bist der Hammer. Und er freut sich, er klatscht. Ja, wir haben dich gerettet. Weißt du, so im Nachhinein ist es lustig, deine Erfahrung. Jetzt können wir alle drüber lachen. Aber in dem Moment, als du im Sand warst, da war es überhaupt nicht lustig. Du hast ja gar keine Luft mehr bekommen. So, Miauxi, wie geht's dir eigentlich? Magst du auch in die illustre Runde, wollte ich sagen. Aber nein, wir brauchen einen weiteren Hinweis von unserem Kapitän. Mario, du kriegst auch alles nichts hin, oder? Also ich meine nichts ohne Hinweis. Oh, da hinten. Sollen da hinten am Rand der Wüste sein? Okay. Okay. Wow. Okay, also. Ich sollte natürlich elegant durch die Stadt laufen und nicht gegen irgendwelche Dinger laufen. So. Ruckzuck und gleich sind wir da.
so ein schönes... Ja, ich wollte schon sagen Wettrennen, aber das ist ja kein Wettrennen, was wir machen. Aber so ein Miauxi-Wettrennen, das wäre noch eine lustige Geschichte gewesen. Sowas gibt es im Spiel leider nicht, aber mir hätte das extrem gefallen. So, hier gibt es noch einen... Oh, der Kaktus. Da ist noch ein Powermond. Okay, dann einfach mal... Nein! Oh, jetzt ist der Kaktus weg. Jetzt habe ich den Kaktus leider viel zu weit hinfortgeschmissen. Und, ja. Alles okay, mein lieber Löwe? Dass ich einfach nur mal schütteln müssen, oder? Tja, das ist natürlich jetzt echt doof, wenn man das so sagen darf. Und das bringt uns ja alles nicht unbedingt weiter. Okay, ich glaube, wir müssen noch mal gucken, ob wir an den Kaktus noch mal kommen. Weil ansonsten habe ich ja hier keine Möglichkeit. So. Miauxi, komm mal kurz mit, denn vielleicht brauche ich dich gleich noch mal. Damit ich hier irgendwie an das Ganze komme. So, da ist wieder der Kaktus! Aber wie soll ich den denn aktivieren? Berühren vielleicht? Mario, du hast sogar Stacheln auf der Nase. Oh Mario, was machst du denn? Ouchie, Baba, ouchie. Das hat echt mächtig wehgetan. Danke fürs Zusehen, mein Lieben. Mehr liebevolle und kindgerechte Abenteuer für die ganze Familie gibt es auf www.kinderkatze.de. Eine Plattform, wo es nur kindgerechte Videos gibt für die ganze Familie. Bleibt katztastisch!